Hallo, ich bin Mohammed Ali. Nein, ich bin noch nicht fertig. Mohammed Ali Behboudi. Ich bin Schauspieler, nicht Boxer. Ich dürfte mich sehr viele Jahre am Theater austoben. Und nun freue ich mich auch im Bereich Film und Fernsehen viele spannende Erfahrungen zu sammeln. Viel Spaß bei den folgenden Kostproben. Babacığım. Ich hab dich so vermisst. Willkommen in der Familie. Ich habe mir immer eine Tochter gewünscht. Oğlum, du weißt doch, was deine Eltern durchgemacht haben, damit du es so gut in Deutschland hast. Vergiss nie deine Wurzeln. Jetzt hör auf mit deinen pathetischen Macho-Sprüchen. Du hast doch selbst alles auf dem goldenen Tablett serviert bekommen. Ja, das stimmt. Und zwar von dir, Can. Aber wieso müsst ihr denn heute schon wieder weg? Ich meine, es wäre doch schön, wenn ihr noch ein, zwei Tage bleiben könntet. Ich kann meine Firma nicht so lange alleine lassen. Die Zeiten sind schwer. Das kennst du doch. Diskutiert. Das machen wir, versprochen. Und dann probierst du mal echten türkischen Honig. Und der wird dir schmecken. Schon lange nicht. Er ist in der Türkei. Seit wann denn? Schon seit Monaten. In Trabzon. Meine Familie hat da einen Autohof. Ah, ein Autohof? Ja. Er ist vor ein paar Wochen rübergefahren. Er ist jetzt ein guter Junge. Sicher. Ganz sicher. Trabzon. Ist bestimmt schön da, oder? Ja. Das ist am Schwarzen Meer. Mm, toll. Hey, das dürfen Sie nicht. Was wollen Sie denn hier? Der Sohn ist ans Schwarze Meer gefahren, saß gestern aber noch bei uns ein. Kriegt mal eure Geschichten klar, seid ihr denn bekloppt? Oh, Schwarzes Meer, runter auf den Boden! Jenny, wo geht das hin? Wo ist mein Öl drin, Sani? Sani, der Dicke, wo geht das hin? Braucht Verstärkung in Neuperlach beim Jenal. Dringend Tatverdächtiger zieht sich der Festnahme, wird von der Verwandtschaft unterstützt. Oh, Jenal, das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Auf den Boden, du Arschloch! Hey, Jenal! Hören Sie auf, sonst nehme ich Sie auch noch mit. So. Das Arschloch. Aufstehen. Lisa für 36 hat sich erledigt. Wissen Sie, wir leben nach den Regeln des Islam, wie wir es gelernt haben. Das ist unsere Kultur und unser Gesetz. Und der Talar gehört nun mal dazu. Will ich überhaupt nicht bestreiten, nur nach deutschem Gesetz sind Armin und Caroline noch verheiratet. Nach unserem Recht seid ihr geschieden. Unverheiratete Männer und Frauen dürfen sich nicht treffen. Das ist eine Sünde. Ich habe schon viele Paare gesehen. Ein Muslim und eine Ungläubige passen einfach nicht zusammen. Ich bin keine Ungläubige, ich bin katholisch. Wir passen zusammen. Genau, es gibt doch bestimmt auch Ausnahmen von der Talak-Regel, Formfehler. Wir sind ja hier, um Lösungen zu finden. Ja, unbedingt, das wollen wir. Mhm. Ich weiß. So, muss da nicht auch ein Zeuge dabei sein beim Talak? Die Regel gibt es ja. Aha, Armin und Caroline waren aber alleine, keine Zeugen. Die Scheidung ist nicht rechtskräftig. Ich bin Zeuge. Was? Einspruch? Wie bitte? Seit wann darf hier ein Zuschauer einfach in die Verhandlung eingreifen? Frau Anwältin, er ist der Vater. Ja. Und ein Gelehrter unserer Gemeinde. Ich weiß. Er darf sprechen. Armin hat mir alles erzählt. Das reicht als Zeugnis. Du hast dich vor Allah geschieden. Und unsere Regeln müssen respektiert werden. Wir dürfen nicht lügen, nur um zu bekommen, was wir wollen. Wenn Sie es nicht glauben, können wir das gerne von einem Arzt bestätigen lassen. Armin, eine Ehe darf nicht auf Lügen gebaut sein. Spricht Caroline die Wahrheit? Entschuldigung. Ich finde das, Herr Kadi, völlig in Ordnung, dass der Kollege hier sitzt und auch ab und zu seine Meinung sagt. Aber hey, wer ist eigentlich der Richter? Das bin
sie nicht, aber die Wahrheit muss ich schon wissen. Also Armin? Armin, rede bitte. Mensch, lass den armen Jungen doch in Ruhe. Armin, ich sprich. Caroline, sie... Sie hat... Allah lässt sich nicht belügen. Armin! Armin! Was wollen Sie hier? Minaba, ich bin von der Polizei. Ich würde gerne mit der Mutter von Erhan Karabey sprechen. Sie sprechen hier nur mit mir. Ich habe gesagt, ich würde ganz gerne mit der Mutter von Erhan Karabey sprechen. Nicht so, dass Sie den Kapitän Atschmann? Ja, tamam, sadece bir şey soruyorum. Entschuldigung, ich glaube, Sie haben nicht mitbekommen, wo... Kapat seine Mütze. Hallo? Kapat seine Mütze. Ja, şimdi... Ne için efendim, du kapıyı açma. Ben ne için efendim, geçeyim. Onlarla konuşma sen. Git ben de bize. Geç içeri. Gut, dass du kommst. Wer schrieb den Text zur deutschen Nationalhymne? Friedrich von Schiller? Clemens Brentano? Johann Wolfgang von Goethe? Oder Heinrich Hoffmann von Fallersleben? Wofür brauchst du das? Dieser Einbürgerungstest. Der ist zu schwer. Aber ich muss ihn machen, weil ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen möchte. Guck doch im Internet nach, da findest du alles. Ja, fast alles. Aber immerhin, deine Deutschkenntnisse sind gut. Ja, früher hatte ich immer ein Wörterbuch dabei. Damals habe ich jedem gesagt, sprich Deutsch mit mir, weil ich es sonst nicht lerne. Und meine Nachbarn haben mich dann immer korrigiert. Ich bin erst seit 8 Jahren hier. Aber ich habe es so gut gelernt, weil meine Tochter immer mit uns Deutsch gesprochen hat. So hat sie sich in der Schule nicht fremd gefühlt. Ich habe mich früher trotzdem fremd gefühlt, weil ich damals auf dem Bau gearbeitet habe, weil ich in unserem Dorf keinen Beruf gelernt habe. Und hier in der Stadt war alles so schick. Ich habe mich immer so arm gefühlt, weil ich in Anatolien aufgewachsen bin. Ach, alte Geschichten. Trink einen Tee. Vielleicht sollte ich Lotto spielen. Jetzt fängst du auch schon damit an. Alle meine Kunden wollen hier bei mir ihre Lottoscheine abgeben. Aber ich sag dir was. Was? Dieses ganze Lotto ist Unfug. Und durch Unfug ist noch kein Mensch glücklich geworden. Da mache ich nicht mit bei diesem Lotto. Aber immerhin gibt es eine Chance, reich zu werden. Wenn schon. Sage mir doch mal, was würdest du tun, wenn du 1 Million Euro im Lotto gewinnst? Ich? 1 Million? Ja. Das wäre wunderbar. Wenn ich 1 Million Euro hätte, dann würde ich eine eigene kleine Schreinerei aufmachen. Eine Schreinerei. Das ist dein Plan, um glücklich und zufrieden zu sein. Ja. Dann wäre ich unkündbar und mein eigener Chef. Dann könnte ich besser schlafen und könnte meiner ganzen Familie mehr leisten. Also du machst alles für die Familie? Ja, eigentlich schon. Siehst du? Dann versuch doch, dir den ganzen Umweg mit der Schreinerei zu sparen. Sieh zu, dass deine Frau und deine Familie glücklich sind. Das ist das, was zählt. Vergiss den ganzen Unfug mit dem Lotto. Wie die Deutschen sagen, Pech im Spiel, Glück in der Liebe.